Rote Rosen – Diana Steli spricht über strenge Setregeln In der aktuellen Staffel von Rote Rosen spielt Diana Steli die Hauptrolle. Berlin Warum ist das Filmen für sie und ihre Familie so schwierig? Rote Rosen ist eine der erfolgreichsten Telenovelas des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Im Interview mit der Redaktion erklärte Schauspielerin Diana Steli, Warum sie bei den Dreharbeiten zur Serie zunächst strengen Regeln zustimmen musste, sie gibt auch Einblick in ihr Privatleben, ob unter uns. Stromberg oder die Rosenheim-Cops, Schauspielerin Diana Steli, ist aus dem deutschen Fernsehen bekannt. Doch jetzt, mit 46 Jahren, stellt sie sich einer besonders großen Herausforderung. Sie ist die neue Hauptdarstellerin in der AED-Telenovela Rote Rosen, Montag bis Freitag 14.10 Uhr im ersten. Und es ist nie einfach. Im Interview erklärt Stari, welche Herausforderungen es bei den Dreharbeiten gab und wie er mit dem Ende der Serie umgeht. Sie enthüllte auch, warum ihre Tochter vor ein paar Jahren dachte, Steli und ihr Mann seien keine richtigen Eltern. Sie sagten in einem Interview, die Dreharbeiten zu Rote Rosen seien eine Art Streaming-Prozess gewesen. Haben Sie jemals gedacht, dass Sie eines Tages einen solchen Job haben würden? Diana Steli, die Sprache klingt beleidigend weil es viele Leute gibt, die diese Serie wirklich genießen. Aber wenn man jeden Tag 50 Minuten Sendezeit produziert, fühlt es sich wirklich so an. Ich möchte niemanden beleidigen, der tatsächlich am Fließband arbeitet. Auch in Serien wie Stromberg stehen sie regelmäßig vor der Kamera. Davor habe ich allergrößten Respekt. Was war die größte Veränderung? Steli, rote Rosen erfordert eine unglaublich gute Vorbereitung und die richtige Vorbereitung. Zwei Aufnahmen werden mit zwei Kameras gemacht und nur dann wiederholt, wenn etwas schief geht, auch wenn man nicht ganz zufrieden ist. Also musste ich lernen, loszulassen oder lerne es gerade? Wie kam es zu einem Format mit so strengen Regeln? Steli, grundsätzlich mache ich gerne Serien. Weil es mir Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten und Charaktere langfristig zu entwickeln. Auch auf Instagram gab es einen an Beleidigung grenzenden Kommentar. Brauchst du Geld? Natürlich verdiene ich damit meinen Lebensunterhalt. Es ist großartig, dass Sie das Recht haben, für ein Jahr zu gehen, was freiberufliche Schauspielerinnen nicht haben. Schließlich haben wir alle einen Job. Wir fanden das Format auch deshalb ansprechend, weil es sich schon lange auf Frauen im besten Erwerbsalter konzentriert. Erst jetzt wird darüber diskutiert, dass Frauen über 40 kaum noch in Hauptrollen im deutschen Fernsehen zu sehen sind. Sie haben ihre Karriere bei Amangas begonnen, als sie 20 Jahre alt waren. Wussten sie damals, dass ihre Chancen in 20 Jahren noch schlechter sein würden? Stilly, damals schien die Idee. Mir wurde zunächst auch gesagt, dass ich nach der Schwangerschaft nie wieder arbeiten könne. 40 zu werden, so weit weg, so lächerlich. Wenn ich das alles geglaubt hätte und mich dadurch von dem ablenken lassen hätte was ich war und wofür ich immer noch brenne, wäre ich nicht 26 Jahre lang in diesem Job gewesen. Wie ist Ihre Lebensanstellung heute im Vergleich zu damals? Stilli, als ich 20 Jahre alt war, war ich noch ängstlicher. Ich fühle mich und mich heute viel besser als damals. Ich weiß, dass ich trotz meiner Fehler so gut bin, wie ich bin. Sie müssen sich nicht verbiegen, um von anderen gemocht oder hervorgehoben zu werden. Haben Sie Zweifel? Stilli? Mich interessiert, was im Jugendalter passiert. Sie haben eine elfjährige Tochter. Ich bin vorbereitet, denn als sie fünf oder sechs Jahre alt war, erlebte sie eine Zeit starker Rebellion, die wir zahnlose Jugend nennen. Damals sagte sie zu mir und meinem Mann, du bist zu jung, wir haben versucht, sie zu überzeugen, aber wir sagten, das sei nicht wahr, weil wir für sie verantwortlich seien. Aber wir dachten, was für ein Kompliment, und lächelten. Wie kam sie zu einem solchen Schluss? Steli, ich denke, das liegt wahrscheinlich daran, dass mein Mann und ich immer noch ein bisschen Kind an uns haben, etwa wenn wir singen und tanzen, während wir kochen. Wir sind vielleicht nicht so selbstbewusst, wie unsere Eltern es sich vorstellen, aber wir können auch sehr verspielt sein. Gibt es auch bei rote Rosen? Also wie wäre es mit Romantikgefühlen? Steli, mein Mann hat eine sehr romantische Persönlichkeit was man auf den ersten Blick nicht vermuten würde. Aber zwei Tage später, in seiner Version waren es drei Tage, machte er mir einen Heiratsantrag. Und er sagt immer noch, es wäre sehr romantisch gewesen, wenn ich gleich ja gesagt hätte. Stilli, ich war zu schlau. Das hast du offensichtlich nicht getan. Ich bin kein großer Romantiker. Das merkt man schon daran, dass ich Weihnachten nicht besonders mag. Wenn wir keine Kinder hätten, hätten wir keine großen Partys veranstaltet. Aber ich bin emotional. Für meine Tochter ist es sehr peinlich, weil sie immer weint, wenn sie Disney-Filme sieht. Wie hat er man sie letztendlich überzeugt? Stilly, er sagte, er würde mich nicht mehr um ein bitten. Aber nachdem wir fünf Jahre zusammen waren, tat er es. Und ich war davon überzeugt. Weil ich ihn gut kannte und wusste, dass er recht hatte. Haben Sie schon darüber nachgedacht, was passieren wird, wenn rote Rose endet? Steli, grundsätzlich hat jede Rose. Und es wird hart. Die Hauptfigur, nur eine Jahreszeit. Beim Dreh in Lüneburg heißt es, Text ausfindig lernen, schlafen und fotografieren. Ich träume sogar davon. Dann fällst du in ein Loch und weißt nicht, was du mit deiner Zeit anfangen sollst? Jetzt gehe ich nur noch jeden Freitagabend nach Hause und muss am Sonntagnachmittag wieder zurück, was meine Familie zu schätzen wissen wird. Auch wenn ich wie jetzt im Urlaub bin, denke ich immer ans Lernen. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich das Drehbuch drei Tage hintereinander nicht zur Hand hatte.